Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschen, jener eine? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war Nacht und wärmerten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmerte sie. Aber der Hohepriester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich, und sprach: Sollest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Ich bin's nicht. Spricht
des hohen Priesters Knecht meiner, mein Gefreundet es, den Petrus das Ohr gehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus, aber wohl. Und also bald kehrt er Schmerzen meiner Missetat, weil der Knecht den Herrn verlor.